Kommen wir zu den Nutzereffekten der GAs. Nutzervorteilen oder eben den Synergien mit Fremdwort von Gebäudeautomation. Die lassen sich unterteilen in drei Begriffe. A, B, C, einmal Komfortfunktion, dann Sicherheitsfunktion und Energiefunktion. Vielleicht gibt es ja auch noch mehr, aber das soll nicht vollständig sein, aber das sind die wichtigsten. Fangen wir an mit A, Komfortfunktion. Da haben wir zum Beispiel ein paar Ideen. Automatisches Licht vom Bewegungsmelder natürlich. Automatisches Licht ein-aus per Zeit oder Bewegung oder zum Beispiel Präsenzmelder im Badezimmer. Oder Außenlicht per Lichtsensor, Zeitsteuerung, automatisches Treppenlicht. Nicht? Man stelle sich vor, ein mehrstöckiges, zehnstöckiges Haus. Heute ist ja so, dass zehn Schalter das gesamte Licht immer anmachen. Man kann sich vorstellen, dass wenn einer die Treppe runtergeht, immer nur da das Licht leuchtet, wo diese Person sich auch gerade befindet. Ist wiederum dann energiesparend. Oder natürlich automatisches Schalten von Verbrauchern. Also, wenn die Sonne scheint, dann mache ich einen Trockner an, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe. Oder das Energiewerk schaltet Verbraucher an und aus, je nachdem, ob Strom viel verfügbar oder wenig verfügbar ist. Oder weitere Komfortfunktionen, Verriegelung von Türschlössern, nicht? Da kennen wir den Fingerabdrucksensor, aber der muss ja auch irgendwo angeschlossen werden, ne? Fingerabdruck oder mit Codeschloss oder was auch immer. Dann gibt es die Jalousiefunktion. Bei Markisen oder Rollläden. Die dann automatisch bei Regen mit Regensensor, bei Regen einfahren oder bei Wind hochfahren oder bei Sonne runterfahren. Bei Außenjalousien kommt hinzu, bei Außenrollläden, Außenjalousien, das war's, Außenjalousien, Schutz
Funktion bei Wind, sodass man sich da um die Sachen nicht kümmern muss, sondern dass eben alles automatisiert geschieht. Ob es nun gelingt oder nicht, ist eine andere Frage. Dann gibt es natürlich die Geschichte der Lichtsteuerung per Licht, per Lichtszenen, sagt man. Nicht ein situationsabhängiges Schalten, nicht Situation Essen, TV, Beamer, je nachdem, was man macht, werden entsprechend die Lampen, die man gerne möchte, mit einer einzigen Schaltung ein- oder ausgeschaltet. Dann natürlich die Heizung, Heizungssteuerung. Da gibt es dann Sollwert, Absenkungen bei Abwesenheit. Fensteröffnung ganz wichtig, ne? Das, wenn ein mit Fenstersensoren kann man feststellen, ob ein Fenster auf Kipp steht, dann kann man automatisch die Heizung runterregeln, damit da nicht unnötig Energie zum Fenster rausgeworfen wird. Reaktion bei Frost. Frostschutz ist ein typischer Komfort, dass man, wenn man abwesend ist, längere Zeit abwesend ist, Heizung ganz abschaltet, dass natürlich dann irgendeine Frostschutzfunktion dann natürlich aktiviert werden muss. Und sicherlich heutzutage Komfort über Sprachsteuerung bekannt durch die Amazon Alexa Geschichte, die natürlich auch bei anderen Herstellern zur Verfügung steht, dass man noch nicht mal mehr irgendwelche Schalter betätigt, sondern dass man das per Sprache und Internetübersetzung mit entsprechender Gateway an die entsprechenden Schaltaktoren schickt. Dazu muss man natürlich eine Gebäudeautomation haben. Ohne die läuft alles nichts. Also manche mögen ja meinen, ich kaufe mir ein Alexa-Gerät und kann den alles fernsteuern. Da muss man noch eben für ein normales Haus 15.000 Euro extra auf den Tisch legen, damit Alexa auch an die entsprechenden Aktoren rankommt. Das wären die Komfortfunktionen. Kommen wir zum zweiten Punkt. B, den Sicherheitsfunktionen, die Nutzervorteile geben. Zum Beispiel natürlich selbstverständlich ein Einbruchalarm. Sprich, die Präsenz- und Anwesenheitsmelder werden aktiviert, wenn man abwesend ist. Und wenn da eine Person detektiert wird, dann muss es sich um einen Einbruch handeln. Also ich denke mal, solche Sachen sind fast selbstverständlich über Bewegungsmelder bei Abwesenheit. Die schaltet man dann scharf. Und wenn die den ansprechen, muss es dann etwas sein, was eventuell dann auf einen Einbruch hindeuten kann. Natürlich entsprechend Melder an Türen und Fenstern, die das Gleiche natürlich erledigen. Und natürlich die Webcam, die man dann sogar heutzutage ohne große Probleme aufs Handy schalten kann, dass man von irgendwoher sehen kann, wer dann wohl vor der Tür steht. Oder was gibt's noch? Zum Beispiel Abschaltung von Verbrauchern bei Abwesenheit.
Oder was weiß ich, da werden also Bügeleisen oder Steckdosen einfach ausgeschaltet, Kochstellen, wenn man dem System meldet, ich bin jetzt abwesend, kann dann entsprechend die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Natürlich Sicherheitsfunktionen über Rauch und Brandmelder. Die automatisch dann Nachricht an die Feuerwehr senden. Das muss natürlich eine professionelle Anlage sein, die natürlich nur dann zugelassen wird, wenn Fehlalarme so gut wie ausgeschlossen sind. Dann kann man natürlich auch eine Kleinkindüberwachung sich vorstellen. Per Bewegungsmelder wird Licht eingeschaltet oder die Eltern gerufen oder das Babyphone aktiviert. Dann kann man natürlich zusätzlich Stromkreise überwachen. Das ist nicht nur um natürlich, das wird natürlich heute auch schon gemacht mit den entsprechenden Leitungsschutzschaltern. Natürlich kann man jetzt sich vorstellen, dass da Meldungen auf Kurzschlüsse an die Zentrale gemacht werden oder hohe Verbraucher, die vielleicht unerwartet auftreten, an Zentrale. Ja, man stellt sich ja vor, dass irgendwo das zentral alles zusammenläuft, wenn es auf dem iPad des Nutzers als Meldung ankommt. Man kann sicherlich defekte Verbraucher identifizieren. Also moderne Aktoren für Lichtsteuerung stellen fest, es fließt beim Einschalten kein Strom. Dann kann man rausschließen, dass da der Verbraucher defekt ist und dann kann man eine Meldung an die Zentrale geben per Strommessung. Dann kann man eine Überlastung melden. Wenn also einer zum Beispiel Strom entnimmt, ohne dass das erlaubt ist, wenn einer also, ich sag mal, quasi in der Garage seinen Tesla anschließt und auflädt, ohne dass irgendjemand anders das weiß und der Strom vielleicht zentral abgerechnet wird, dann will man natürlich auch wissen, aha, da ist ein hoher Verbrauch da. Wer hat diesen Verbrauch erzeugt? Dann kann man sicherlich mit so einer Zentrale eine Meldung per SMS oder WhatsApp oder sowas an den entsprechenden Nutzer abgeben, um dann schnell eine Reaktion zu erreichen. Dann kann man Meldung von Wasserlecks durch Feuchtigkeitsmesssensoren auch auslösen und entsprechend schnell reagieren. Und Überhitzung, Vereisung, alles kann mit Sensoren leicht festgestellt und dann entsprechend eine Meldung ausgelöst werden. Man kann sich vorstellen, dass diese Liste beliebig fortgesetzt werden kann. Deswegen höre ich jetzt hier mal auf und mache den letzten Punkt, der vielleicht heutzutage mit CO2-Überschuss und Einsparung am wichtigsten ist. Das ist das Energiemanagement. Mit dem Ziel, Energie sparen, CO2 reduzieren, was ja heute weltweit in aller Munde ist. Dazu gehört im Wesentlichen das sogenannte Smart Metering. Da wird
der Zentrale dann mit meinem iPad gemeldet, auf Wunsch, was an aktuellem Verbrauch und kalkuliertem Verbrauch zurzeit Sache ist. Anzeige aktueller plus kalkulierter Verbrauch. Man kann entsprechend reagieren, wenn das nicht den Erwartungen entspricht. Einschalten von Verbrauchern. Bei Stromüberschuss. Das kann vom E-Werk gemacht werden. Das kann aber auch gemacht werden, wenn man eine Photovoltaikanlage hat mit entsprechender Sonnensensorsteuerung im Haus lokal. Das sind die sogenannten tarifgesteuerten Verbraucher. Weil das E-Werk wird irgendwann flexible Tarife einführen, tarifgesteuerte Verbraucher. Das E-Werk, der Netzbetreiber, wird die Tarifkosten abhängig machen von Strom, Energie vorhanden sein. Das heißt, wenn viel Energie, viel Wind ist, dann wird der Strom billig und wenn wenig Wind und Sonne ist, wird der Strom teuer. Und danach kann der Verbraucher denn quasi dann eingeschaltet werden, wenn es gerade besonders billig ist. Und da kommt natürlich hinzu Steuerung von Verbrauch durch bei Speicher bei Solaranlagen. Also wenn man eine Photovoltaik hat, eine Photovoltaikanlage, dann kann man sich natürlich gut vorstellen, dass wenn man einen Speicher hat, dass dann Verbraucher abhängig von der Situation an- und abgeschaltet werden, sodass man natürlich möglichst Ziel möglichst seinen eigenen Strom verbraucht und nicht einspeist. Möglichst Eigenverbrauch der erzeugten Energie. Ja, denn Energiemanagement natürlich, Heizungsregelung, abhängig von Außentemperatur sowieso, das ist ja heute schon gang und gäbe. Aber man kann Heizungssteuerung auch abhängig machen von der Anwesenheit von Personen, also abhängig von Außentemperatur, Anzahl Personen, und dann entsprechend die Umweltpumpensteuerung und die Brennersteuerung, danach ausrichten. Ja, das sind die wesentlichen Punkte. Da kann man sicherlich noch beliebig ergänzen. Vielleicht so als Abschluss noch mal ein paar Ideen außerhalb dieser drei Funktionen, Ideen zur Kombination von Sensor Information. Die kann man jetzt beliebig erweitern. Da werden sicherlich im Laufe der nächsten Zeit immer mehr Ideen dazukommen. Zum Beispiel in Hotels, da kann man die Temperaturregelung von den Zimmern abhängig machen von der Buchungslage. Der Gästezimmer abhängig von Buchung. Das heißt, dass
würde bedeuten, dass der Buchungscomputer mit dem Heizungscomputer verbunden ist. Und das ist genau die Aufgabe einer Gebäudeautomation, dass man diese Signale zusammenführt, sodass zum Beispiel, wenn ein Zimmer gebucht wird, automatisch rechtzeitig die Temperatur hochgefahren wird, dass wenn der Gast kommt, das Zimmer warm ist. Aber wenn das Zimmer ungebucht ist, dass man dann Energie sparen kann. Das sind Sachen, die auf jeden Fall eine Rolle spielen können für später. Oder beim Smart Home Idee, was Sie vielleicht auch selber erlebt haben, wenn Sie am Küchenherd stehen und ein Steak braten, geht der Rauchmelder los. Beim Braten Rauchmelder deaktivieren. Wer hat das nicht schon gehabt, dass beim Steak das Gefieder losgeht? Entweder kann man es manuell abstellen oder aber manuell für eine bestimmte Zeit, damit er auch anschließend wieder aktiviert wird oder automatisch. Selbst das kann man sich vorstellen. Also diese Ideen werden sich im Laufe der Zeit noch überhand nehmen und die kommen dann erst, wenn man die Möglichkeit hat, solche Informationen zusammenzuführen.